Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video findet ihr die Antwort auf die Frage, wie kann ich mein Windows-Menü bearbeiten hier, ja, anpassen, individualisieren, sprich Programme oder Ordner meinetwegen hier hinzufügen bzw. entfernen. Nun, die Antwort, die ist ziemlich einfach. 42 ist das nicht, komischerweise. Allerdings ist es trotzdem nicht kompliziert. Und zwar, wenn wir jetzt eine Verknüpfung hier entfernen, weghaben wollen, einfach mit der rechten Maustaste auf die entsprechende Verknüpfung mehr aus dieser Liste entfernen. Einfach draufklicken und schon ist es weg. Allerdings funktioniert das ein bisschen anders, wenn die Verknüpfung in einem Ordner, so wie hier liegt. Ja, da haben wir die Option hier nicht. Das müssen wir dann eben anders machen. Und zwar, ja, gehen wir hier an den Speicherort, ja, Dateispeicherort öffnen. Da, beziehungsweise, ich gehe mal nochmal von vorne, damit das vielleicht übersichtlicher ist. Es gibt hier zwei Speicherorte, die relevant sind für unser Menü hier. Die werden wir gleich sehen. Einmal haben wir hier unter C, upsala, den Ordner Programm Data, der versteckt ist, der wird hier nicht angezeigt, aber wir können hier Programm Data einfach eingeben, dann Microsoft Windows, zack, und hier haben wir irgendwo, genau, Startmenü, das ist das hier, beziehungsweise hier in den Programmen, ja, die hier gruppiert sind halt. Und genau, wir hatten jetzt, was habe ich jetzt gesagt, 7-Zip hier, das ist hier, ja. Einfach die Verknüpfung hier, ich nehme die einfach raus und schon ist die weg komplett. Der Ordner wird jetzt hier auch nicht mehr angezeigt, weil der leer ist. Der ist zwar noch da, ja, aber also leere, wenn wir hier einen leeren Ordner haben, der wird hier automatisch ausgeblendet halt. Ja, und genauso machen wir mit, wenn wir ein Programm hier hinzufügen wollen. Wir können das entweder direkt hier die Verknüpfung kopieren, hineinziehen oder ja, stellen oder in einen Ordner, wenn wir ja was irgendwie gruppieren wollen. Genau, wir können ja mal ein Beispiel ganz schnell machen. Ich mache mal hier einen neuen Ordner einfach mal. Zack. Damit es hier ganz oben. Noch ist es nicht zu sehen, weil leer. Jetzt habe ich das jetzt. Zack. Ich gehe mal rein und beziehungsweise, ja, ich erstelle mir jetzt einfach mal eine neue Verknüpfung. Zack. Tschakka, irgendwas, keine Ahnung, habe ich hier irgendwas, Handbrake, ja gut, wird der mal hier ein Foto, spielt keine Rolle, wir wollen, okay, fertig, ziehe hier hinein die Verknüpfung, zack, und schon habe ich das jetzt hier in meinem, ja, Startmenü, ja, der Ordner AA. Aufklappen, habe ich jetzt zweimal Quest PNG, okay, irgendwie, genau, so können wir das jetzt mit beliebigen Programmen machen, halt, ja, beziehungsweise wir können auch, ja, nochmal ein Beispiel vielleicht ganz schnell und zwei neuen Ordner hier erstellen. Den nehmen wir Browsers, damit wir unsere Browser hier alle schön ordentlich gruppieren. Ich gucke mal, Firefox, tack, ja, die schneide ich jetzt hier aus und füge das in den Browser Ordner ein, ja, das ist jetzt, die sind jetzt alle hier verteilt irgendwie, ja, ich füge die Verknüpfungen hier hin ein, zack, und schon habe ich jetzt hier ordentlich meine Browser unter
Und da B, wo bist du? Hier Browser und aufklappen, ja, der Ordner. Und hier habe ich alle meine Browsers beispielsweise schon gruppiert. Ja, wenn ich das wieder löschen will, hier eins davon, muss ich dann eben wieder hier in den Ordner und das eben löschen. Das ist hier das eine Speicherort, was relevant ist. Es gibt allerdings noch eins und zwar unter App Data, ja, also C, Benutzer, Benutzername, App Data, das auch versteckt ist. Wir können wieder die Ordner anzeigen lassen oder einfach hier, wie war das jetzt? App Data, zack, hier haben wir die drei Ordner, hier Local, Local, Low und Roaming. Und das zweite finden wir, ich überlege, in den Roaming-Folder hier. Also Roaming, Microsoft, Windows und hier Startmenü. Ja, Programme, das sind nochmal hier, genau. Das ist das zweite Speicherort hier. Also dieser Roaming-Folder in App Data, das ist ein Folder, ein Ordner, der das ist vielleicht hier relevant. Also wenn wir jetzt hier unter C Programm Data, das ist jetzt nur lokal auf unserem Rechner bezogen und hier der Roaming-Folder, das ist wie gesagt relevant hier für, ja, weiß ich nicht, eine Unternehmensumgebung, wo wir uns an mehrere beziehungsweise an verschiedene Rechner anmelden, ja, damit unser Profil auch geladen wird richtig hier, ja, das sind sozusagen die wandernden Daten, sagt man, wie der Name hier schon sagt, Roaming. Genau, also die beiden Speicherorte sind da zuständig für unser Menü hier. Ich denke, das war's auch schon alles. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Ich hoffe, dass ich euch weiterhelfen könnte. Abonnieren nicht vergessen. Ein Like, wenn es euch gefallen hat. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.